Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo ihr in Pokémon Purpur Eisenfels und Eisenhaupt finden könnt. Und das ist ein ähnliches Prinzip wie bei Furienblitz und Keilflamme. Ihr müsst mindestens 200 Pokémon im Blaubeer-Pokédex haben, also gefangen haben. Und dann begebt ihr euch hierher, und zwar hier zu dem Savannenareal und sprecht hier Gamma an. Fuka? Dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ach, du bist Partner. Nein, nicht Partner. Retsu war dein Name. Oh, Gamma. Die einzig wahre. Lange nicht gesehen, was? Du siehst frisch und munter aus. Es kommt mir wie gestern vor, dass du mir in Kitakami bei den Nachforschungen zu Blutmond geholfen hast. Zur Feier unseres Wiedersehens zeige ich dir eine neue Pose. Gamma hat dir die Pose Hand am Kinn beigebracht. Das ist eine natürliche Pose, wie Freddy Benson sagen würde. Wie geht es dem Fukano, das ich dir anvertraut habe? Macht es sich gut? Nimm es doch hin und wieder mal auf deine Abenteuer mit, dann freut es sich. Ich habe keine Ahnung, ob das Fukano überhaupt noch existiert, Alter. Kano. Wahrscheinlich hat das Fukano das ja gerade auch so eingesehen, so, oh, den hast du weggetauscht, du Doofmann. Ah, du bist also gerade wegen eines Schüleraustauschs hier, verstehe. Wie es der Zufall so will, habe ich vor kurzem an der hiesigen Akademie einen Job als Fotografin angefangen. Wow. Hihi, ganz schön cool, was? Naja, noch bin ich aber in der Probezeit. Anscheinend will die Akademie Schnappschüsse der Kuppel und einiger Schüler zu PR-Zwecken nutzen. Wie wär's mit einem Foto von dir? Ach, wo wir gerade von Fotos sprechen. Ich habe ein paar brandheiße Infos aufgeschnappt. Aber wenn ich dir davon erzähle, düst du bestimmt sofort wieder ab. Nein, das mache ich doch bestimmt nicht. Machen wir es so, du fängst richtig viele Pokémon in der Kuppel, damit ich unauffällig Fotos von ihnen schießen kann. Sobald du, sagen wir mal, 200 Pokémon in deinem Blaubeer-Pokédex registriert hast, sollte ich genug Material gesammelt haben. Dann verrate ich dir meine brandheißen Infos. Oh, welch Zufall. Ich habe mindestens 200 Einträge. Wahrscheinlich wirst du das Material gesammelt haben, obwohl ich gerade die ganze Zeit neben dir stand. Hallo Retsu, oha, hast du etwa... Aber hallo, du hast echt 200 Pokémon-Arten in der Terra-Kuppel gefangen. Hut ab. Das war ein Klacks. Für dich war das also gar kein Ding, ja? Sorry, Herr Pokémon-Meister. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Wahrscheinlich kennst du dich schon viel besser mit den Pokémon in der Kuppel aus als ich, obwohl ich zuerst hier war. Also dann, ich hatte es dir ja versprochen. Bist du bereit für meine brandheißen Infos? Hier, schau dir mal diese Fotos an. Oh, okay. Man erkennt da was ganz Kleines da unten. Da neben dem Wasser und... Oh, hier hat man schon einen besseren Einblick. Das sieht... Kobalium? Aber irgendwie siehst du anders aus. In einigen Gebieten werden diese Pokémon wohl Eisenfels und Eisenhaupt genannt. Rätselhafte Pokémon von rätselhafter Herkunft. Wäre krass, wenn das wirklich stimmen würde. Der Ort auf den Fotos soll sich irgendwo in Paldea befinden. Warst du schon mal dort? Ja, ich denke schon. Oha, ist etwas so bekannt? Dahin würde ich auch gerne mal einen Abendstecher wagen. Aber wer weiß, vielleicht sind die Fotos auch gar nicht echt. In der heutigen Zeit kann man sich da nie so sicher sein. Wenn es dich interessiert, kannst du dort ja mal vorbeischauen. Ist doch aufregend, nach rätselhaften Pokémon zu suchen, oder nicht? Wenn du dir die Fotos noch einmal anschauen willst, frag mich einfach. Ich verlasse mich drauf, dass du gute Ergebnisse von deinen Nachforschungen mitbringst, Retsu. Das mache ich doch sehr gerne, liebe Gamma. Ist doch gar kein Problem, Freunde. Und wir sehen uns gleich in Zone 0 wieder. So, Freunde, wir befinden uns jetzt hier an Tor 0. Aber anders als in Karmesin werden wir hier nicht runterspringen, sondern wir laufen einfach in die Station rein und teleportieren uns direkt, und zwar hier direkt zur Observationsstation 1. Dann laufen wir hier natürlich nochmal raus, Freunde, und wenn wir dann draußen sind, dann müssen wir uns gleich an einer Felswand orientieren. Und zwar seht ihr, so, dort geradeaus, dort ist eine Lücke in der Felswand, also da, wo der Kopf vom Spieler ist. Und zu dieser Lücke müssen wir jetzt gleich fliegen. So, am besten macht ihr das mit der Flugfunktion hier. Aber ihr könnt auch dorthin gelangen, wenn ihr die Flugfunktion noch nicht freigeschaltet habt. Also, das ist an sich kein Problem. So, Freunde, nun sind wir dort. Und was erblicken meine müden Augen da gerade aus? Dort steht ja Eisenhaupt, Freunde. Dort steht Eisenhaupt. Also, mir gefällt das normale Kobalium auf jeden Fall besser, wenn ich ehrlich bin. Schreibt mir mal eure Meinung zu Eisenhaupt in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Aber Kobalium finde ich doch schon cooler, wenn ich ehrlich bin. So. Nun probieren wir es mal zu fangen. Ich habe jetzt hier auch wieder ein Pokémon dabei, was das Pokémon einschläfern kann. Ich würde aber sagen, wir probieren es zuallererst mal wieder hier mit einem Flottball. Mal gucken, ob es drin bleibt. Ah, leider nicht. Okay, wir müssen es doch schwächen. Und das hier ist ein neuer Spezialmove, Tachyon-Schnitt. Dann habt ihr den auch schon mal gesehen, auf jeden Fall. Lucky Throw, yeah! Ich habe keine Ahnung, ob das Ding schwer ist, aber ich habe es jetzt einfach mal geworfen.
und ein Lucky Throw gelandet. Warum auch nicht, ne? So, Paradox-Pokémon Eisenhaupt. Angeblich hat es mit den leuchtenden Klingen, die es abfeuert, seine Umgebung komplett verwüstet, aber mehr ist nicht über es bekannt. Vom Typ Stahl und Psycho. Und Freunde, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie und wo ihr Eisenfels finden könnt. So, Freunde, und was ihr jetzt für Eisenfels machen müsst, ist, ihr begebt euch zu einer Observationsstation. Ich würde einfach sagen, wir fliegen zu Tor 0. Ist, denke ich mal, schneller als jetzt dort runter zu fliegen auf jeden Fall. Weil Flug ist schon ein bisschen langsam, muss man ehrlicherweise gestehen. Also einfach hier wieder hinfliegen. Dann gehen wir hier wieder rein. Und dann teleportiert ihr euch zur Observationsstation 2, Freunde. Dann gehen wir hier natürlich auch wieder raus. Und nachdem ihr rausgegangen seid, was ihr einfach machen müsst, ist es euch, ja, hier runterfallen zu lassen. Ganz simpel. Und Eisenfels befindet sich dann dahinter. Also runterfallen, dann einfach hier nach hinten laufen. Und dort ist er. Dort ist Eisenfels. Genau, Freunde. Hier muss ich auch sagen, dass ich Terrakium cooler finde. Ja, okay, ganz ehrlich, so bei den anderen beiden, also bei Furienblitz und Keilflamme, finde ich auch die Originalen besser. Und bei den Ritter der Redlichkeit finde ich auch die Originalen besser. Ja, keine Ahnung. Also es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der hier die Paradox-Pokémon besser findet. Also, ja, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie schon gesagt, würde mich sehr interessieren. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, werden wir hier Eisenfels fangen, Freunde. Und wir probieren es mal wieder hier direkt mit einem Flottball. Mal gucken, ob es hier direkt drin bleibt. Weil ich sag mal so, Meisterball schon ein bisschen langweilig. Ich habe zwar welche da, aber Meisterball schon langweilig. Und Flottball? Ah, leider nicht ganz. Und Freunde, hier sein Special Move Wuchtklinge. Special Move Wuchtklinge. Wow, das sah gigantisch aus, Freunde. Lucky Throw. Wir haben ihn mit dem Wiederball. Sehr nice. Klasse, Eisenfels wurde gefangen. Yeah. Eisenfels, Paradox-Pokémon vom Typ Gestein Psycho. Es scheint einen Körper aus Metall zu haben. Seinen Namen erhielt es in Anlehnung an ein rätselhaftes Objekt aus einem alten Buch. Okay. Ich dachte, es erhielt seinen Namen, weil Terrakium Gesteins-Pokémon ist, aber macht auf jeden Fall Sinn. Freunde, wir haben jetzt sowohl Eisenfels als auch Eisenhaupt. Bedeutet, wir gehen jetzt zurück zu Gemma. So, Freunde, wir sind wieder back bei Gemma und erteilen ihr nun Bericht. Nanu, ist das etwa... Du hast eines der Pokémon auf den Fotos echt gefunden? Wow, das ist ja wirklich Eisenfels. Was für ein Brocken. Angeblich sammelt es Energie in seinem Kopf, um damit alles und jeden niederzustrecken. Wenn das stimmen würde, hätten wir es mit einem ziemlich gefährlichen Pokémon zu tun. Dann lass mich mal ein Foto machen. So, hier deine Schnappschüsse. Damit fehlt nur noch ein weiteres Pokémon. Lass bald wieder von dir hören, Retsu. Ja, lustigerweise habe ich Eisenhaupt eigentlich zuerst gefangen. Also, jo, habe ich auch dabei. Nanu, ist das etwa... Du hast eines der Pokémon auf den Fotos echt gefunden? Tatsache, das ist Eisenhaupt. Wie es glänzt, wow. Gerüchten zufolge schießt es Strahlen aus seinen Hörnern, die alles in Stücke schneiden. Wenn das stimmen würde, hätten wir es mit einem ziemlich gefährlichen Pokémon zu tun. Dann lass mich mal ein Foto machen. Das ist aber nicht nur ein Foto. Du hast sie beide gefunden. Was anderes habe ich aber auch nicht von dir erwartet. Wenn ich ehrlich bin, haben mich die seltsamen Fotos so beschäftigt, dass ich mich gar nicht richtig auf meine Arbeit konzentrieren konnte. Wir hatten zwar nichts abgemacht, aber ich möchte mich trotzdem bei dir dafür bedanken, dass ich die Sache jetzt ruhen lassen kann. Hier, ich bin wie üblich sehr großzügig. Und genau wie bei der Mission in Karmesin, bekommen wir hier ebenfalls einen Turnierball aus dem Käferturnier in der Johto-Region. Ach, die Welt steckt immer noch voller Geheimnisse. Aber wenn man erstmal erwachsen ist, kann man ihnen nicht mehr so hinterherjagen wie früher. Deshalb musst du dir deine Abenteuerlust bewahren, solange du kannst. Geh da raus und entdecke noch viel mehr unbekannte Pokémon. Tu es für mich, okay? So, jetzt aber genug davon. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. So, Freunde. Und das war jetzt hier in Purpur die Mission, um Eisenhaupt und Eisenfels zu finden. Also, ihr seht schon, es sind andere Locations als in Karmesin. Damit hätten wir jetzt nun endlich auch die beiden Pokémon abgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.